So, hallo, liebe Zuschauer von SWN TV. Also, wir haben jetzt die dritte Welle, hat die Regierung gesagt, die dritte Welle. Ich weiß gar nicht, wie sie drauf kommen, wieso das die dritte Welle ist, ob das nicht einfach nur eine Fortschreibung ist der zweiten Welle. Aber egal, wir haben jetzt die dritte Welle und schon sind also über Ostern neue Bestimmungen rausgekommen von der Regierung, die da zusammengesessen waren. Die ganzen Länderchefs waren ja zusammengesessen am Bildschirm, und haben also miteinander diskutiert, was wir machen. Der Ramelow hat gesagt, 6 Stunden war die Bundeskanzlerin mit Söder verschwunden, hat gar nicht gewusst, wo sie war. Die wird Pizza essen gewesen sein, aber egal. Und danach ist er gekommen und gesagt, der Gründonnerstag wird zu einem Ruhetag. Ja, weil das ist ja nicht weiter schlimm. Ich meine jetzt, Ostern ist sowieso ein ruhiges Wochenende. Und da soll man eh in sich reingehen. Aber was verstehen die eigentlich unter einem Ruhetag? Ja, ist das jetzt eigentlich ein Feiertag? Oder ist es einfach eine Scheißregel? Ne? Ich meine, auf der einen Seite müssen die Arbeiter schaffen gehen. Wahrscheinlich sollen sie dann langsamer arbeiten, in Ruhe arbeiten. Ne? Weil ein Ruhetag, was soll das sein? Sind die Geschäfte offen am Gründonnerstag oder sind sie nicht offen? Kein Mensch weiß mehr so richtig, was da losgeht, was da abgeht, gell? Also, irgendwo denke ich immer, die werfen was ein oder schnüffeln an AstraZeneca oder irgendwas. Weil irgendwas muss ja sein, dass sie auf solche blödsinnige Ideen kommen, gell? Na, weil wenn wir mal Gründonnerstag zumacht, die Leute auf den Einkauf, gehen sie alle am Samstag einkaufen, ne? Oder alle kriegen jetzt wieder bauen, die machen die Geschäfte zu, die machen die Geschäfte zu. Und dann stürmen sie alle wieder die Einkaufsläden, ne? Eieieiei. Ich sag mal, ich glaube, die schnüffeln wegen an AstraZeneca oder so. Ich kann mir das nicht vorstellen. Na, wie kommt man auf solche blöde Ideen? Na, man sieht ja an den Todeszahlen, dass die Todeszahlen nicht nach oben, steil nach oben steigen. Sicher gibt es inzwischen mehr Belegbetten, also mehr Betten jetzt wieder, also mehr Notfallbetten, wo gebraucht werden, weil ja die Zahlen auch wieder steigen. Das ist ja alles lieb und recht. Aber mal ganz davon abgesehen, wenn eines Tages mal die Pandemie Corona vorbei ist und es steigen wieder die Grippezahlen und die Grippetoten steigen in Deutschland, was machen wir dann? Machen wir dann wieder Lockdown? Jetzt haben wir ja fast Grippetote, gell? Weil ja durch die Schnauzenschoner sind ja die Grippeerkrankten also total zurückgegangen und auch andere Krankheiten, die durch Ansteckungen also sehr verbreitet werden, sind ja alle zurückgegangen. Also das heißt, wir haben also Grippe fast unbedeutend, gell? Und dafür haben wir jetzt Corona. Aber was ist, wenn wir mal Corona besiegt haben und die Grippe steigt wieder so langsam von unten her an und kommt hoch? Was machen wir dann? Dann machen wir eine Grippepandemie. Na, mein Schuld sind die ganzen Politiker da oben. Die Spornplatte und wie sie alle heißen. Die sind dann schuld, dass Impfstoff da ist. Aber ich will jetzt noch gar nicht mal sagen, dass der Spahn dran schuld ist, dass Impfstoff da ist. Das liegt ja an der EU. Weil die EU hat es ja übernommen, den Impfstoff für Europa zu beschaffen. Aber sag doch mal ehrlich, ey, sag mal, wer hockt denn an der Spitze da oben in der EU? Ist das nicht die von der Leyen? War das nicht die Ministerin, die das G36 neu beschaffen wollte, ein neues Gewehr beschaffen wollte, weil sie gesagt haben, das G36 schießt? Nicht gerade. Da musst du aufpassen, dass dein eigener Kameraden nicht erschießt. Da sind sie draufgekommen. Das muss ersetzt werden. Dieses G36 und da war die von der Leyen noch drauf. Na, und was ist rausgekommen? Das G36 schießt heute noch krumm. Das schießt heute noch krumm. Die kann noch gar nichts beschaffen, außer Berauner. Und auf so eine Frau, also ich will ja nicht sagen, dass es die Laien selber, nur die Laien ist, es ist ja eine ganze Gruppe, wo da das beschaffen und organisieren soll. Aber da kommt noch nichts raus. Jahrelang haben sie in die EU nur die Leute abgeschoben, die sie loswerden wollten im eigenen Land. Die haben sie nachher nach Brüssel geschickt. Jetzt seht ihr, was rauskommt dabei. Ob der Stäuber auch noch irgendwo da oben da drüben rumstäubt.
Ich mache mich ja gar nicht aufregen. Jetzt sind bei uns 11 Millionen geimpft. Also der größte Teil ja nur erst geimpft. Ich glaube 3 Millionen oder so oder 3,5 Millionen sind zweit geimpft. Na? In England sind es 30 Millionen. Ja, was sagt euch das? Die haben doch versagt. Normalerweise gehört die Regierung, wenn er stirbt, ne? Aber das kann er halt nichts mehr, weil er dann tot ist. Aber normalerweise müssen er der Regierung verklagen, weil sie unterlassen haben, sein Leben zu schützen. Weil die haben alle geschworen, ne? Dass er Schlechtes vom Volk abwehren wollen, also verhindern wollen, abwehren wollen. Die haben alle geschworen, ne? Auf die Verfassung. Ja, Scheißregler. Na, da tun sie an den Masken noch verdienen. Und dann auch noch die, wo das C von der Trau haben, ne? Auch noch die, wo es überhaupt das C von der Trau. Ich verstehe gar nicht. Wie kann ich jetzt, mir ist es ja eigentlich scheißegal, ehrlich, mir ist es egal, ne, ob die Leute in die Kirche gehen oder nicht in die Kirche gehen, ist mir eigentlich egal. Aber, mein ganz abgesehen von den, wenn ich mal an die Seiten von den Christen mal denke, jetzt wird ihnen, es ist ja Osterferien, also Ostern ist ja ein ganz wichtiger Feiertag in der Kirche. Und der Feiertag ist ja eigentlich nur, weil die Kirche eben, weil da ein Feiertag für die Kirche ist. Ja, weil man da zum Beten gehen soll, weil man da in die Kirche gehen soll. Und dafür ist der Feiertag gemacht worden, damit die Leute frei haben, in die Kirche zu gehen. Jetzt dürfen sie gar nicht in die Kirche, oder sollen zumindest nicht in die Kirche. Ist ja eine Empfehlung. Ist ja eine Empfehlung, die Kirchen zuzulassen. So was brauchen wir dann im Feiertag. Da können wir doch gleich weiter schaffen. Dann haben wir so spitz gesagt, gell, spitz gesagt. Ja. Und das sagen wir noch, die, weißt du, die Christlichen mit dem See von da drauf. Selbst der Seehofer nicht sich jetzt auf da drüber. Na? Mal ganz unter uns, ne? Ich verstehe auch nicht, warum sie nicht den russischen Impfstoff Sputnik 5 oder Sputnik V oder wie der heißt, warum sie den nicht endlich zulassen. Mein Gott, er hat ein Steigerreich und so, ist klar. Aber man könnte ja den Schmengen beschleunigen und zulassen. Ne? Ich meine, der ist ja erprobt in Ungarn und überall schon. Ne? Ja, können ja zulassen. Aber vielleicht ist da ein Problem im Hinterkopf. Ich habe mir überlegt, die Regierung hat ja über 300 Millionen Dosen für Deutschland bestellt. Bei 83 Millionen Einwohnern. Jetzt, wenn noch Sputnik dazu kommt, angenommen, Sputnik wäre schneller und die würden sie wegimpfen. Ne? Was machen sie mit ihren 300 Millionen Dosen Impfstoff? Das können sie zum Schnüffeln nehmen bei der Regierung oder in die Nazi-Kipp. Ne? Abklappen. Und dann haben sie ja immer geguckt, dass sie recht günstig einkaufen, gell? Weil das BioNTech, das war einfach zu teuer. Ne? Da hat man gesagt, da kauft man das AstraZeneca, das kostet ja bis 2 Euro, die Dosis. Ne? Und bei BioNTech waren es bis 7 oder 8 oder 15, was weiß ich weiß nicht so genau, wie da jetzt nichts in die Welt setzt, aber irgendwas viel, viel teurer. Und vielleicht hat man da die Entscheidungen getroffen, was für einen Impfstoff man in Europa nimmt. Jetzt stellt sich raus, dass diese Anbieter, die sie geordert haben, ja gar nicht liefern können. Ne? Die können gar nicht liefern. Jetzt sind sie alle in die Stadt leer und schon. Die Regierung verzweifelt und kein Impfstoff kommt bei. Weil ihr versaucht habt. Ich erinnere an G36. Nee, du. Garantiert, wenn die gesagt hätten, pass mal auf, wir halten uns da raus und wir überlassen das Amazon, die Impfdosen zu besorgen. Garantiert hätten Ende Februar oder Anfang April hätten alle Leute in Deutschland eine Dosis vor ihrer Haustür oder beim Nachbarn stehen. Die hätten es geschafft, das beizuschaffen. Aber unsere Regierung, das kannst du ja vergessen. Ne? Die Organisation in Deutschland, das hat man schon gesehen, am Berliner Flughafen, seitdem geht's bergab. Das geht bergab. Ne? Und jetzt Ostern, ich komme nochmal auf Ostern zurück. Da lachen noch die Hühner drüber. Warum kann man nicht einfach sagen, wir machen mal den Wildpark auf, wir machen die Tierparks auf, wir machen alles auf. Dann verlaufen sich doch die Leute. Dann sind sie nicht alle konzentriert auf irgendwelche Ecken.
Oder meinst du vielleicht, die können am Ostersonntag die Leute zurückholen, wenn sie am Rhein entlang laufen? Ein Scheißdreckle! Die machen zivilen Ungehorsam, die laufen einfach am Rhein entlang. Oder Armee. Das geht dann alle Leute am Arsch vorbei, was ihr da oben beschließt. Lasst euch's auch. Na? Oder macht das nicht gleich so und sagt, ey komm, mach die ganzen Sachen auf, lass die Leute laufen. Dann verlaufen die sich auch. Na? Dann hocken jetzt 50 Leute auf ein Ex, sondern da sind sie halt überall ein wenig. Ne? Und wenn sie dann ihre Masken tragen und Abstand halten, und ich glaube, die Leute werden auch dazu bereit, ihre Masken zu tragen und Abstand zu halten, wenn man den Leuten ein bisschen Freiheiten gibt. Gastronomie ist ja nicht einzusehen. Warum man nach Malle fliegt darf? Oder auch in andere Urlaubsgebiete, kann man ja inzwischen da fliegen wieder. Warum man da hinfliegt darf? Und an die Nord- und Ostsee oder nach Oberbayern, nicht? Warum macht man unsere ganzen Betriebe in Deutschland kaputt? Ich stell dir mal vor, du hast dir irgendwas aufgebaut, ne? Gestern habe ich im Fernsehen gehört, da hat einer ein Busunternehmen aufgebaut in den neuen Bundesländern nach der Wende und hat da ganzes Herzblut an eingehängt, hat er aufgebaut, sein Busunternehmen. Jetzt hat er nichts mehr, keine Aufträge mehr. Ich stehe da, nackt am Hungertuch. Ja, kann das Ziel sein, dass sie alles kaputt machen? Das, was haben wir denn davon, wenn alle alles kaputt, ganze Einzelhandel, die ganze Wirtschaften, alles, Hotel, Gastronomie, alles verreckt ist? Das ist doch arge Lösung. Das kann doch nicht sein, dass du auf der einen Seite im Lidl dich totritzt. Und die verkaufen Bohrmaschinen und Elektrogeräte und was Gott weiß alles. Und im Mediamarkt oder irgendwas ist zu. Das kann doch nicht sein. Ich weiß noch, zu Zeiten, wo alles offen war, wo es eine Pandemie gegeben hat, da habe ich mich im Mediamarkt noch nie totgetreten. Da war ich im Baumarkt, da habe ich mich noch nie totgetreten. Weil es waren normale Zeiten, da sind die Leute reingegangen, wenn sie was gebraucht haben, da sind sie wieder gegangen. Jetzt ist es so, dass alle stürmen, weil er immer auf ist. Hup, müssen wir reingehen. Hup, drauf, auf das Zeug. Wir können das einfach mal vermeiden, wenn man es offen lässt und fertig. Und einfach die Hygienevorschriften einhält. Wie Schnauzen schonen, Hände desinfizieren und Abstand halten. Mensch doch! Also, wieder mal Dampf abgelassen, ne? Aber Da fehlen mir manchmal echt die Worte. Da denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um meinen Schlaf gebracht. Das sagt Hermann Hesse oder so. Das gilt immer noch, gell? Das gilt immer noch. Also gut, ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und lasst die Köpfe nicht hängen. Irgendwann ist September. Aber September, die Wahlen, ja, ist ja alles lieb und recht. Ich habe mir auch schon überlegt, wen wählst du denn? Ne? Wenn die Chaoten da vorne, die kannst du ja nicht wählen. Ne? Die kannst du ja nicht wählen. Aber wen willst du denn anstatt wählen? Wir haben ja gar keine Alternativen. Nee, die Alternative ja überhaupt nicht. Aber wen willst du denn wählen? Die, ne, die sind dafür, dass der Spritpreis nach oben geht, dass wir Rennen überhaupt kein Auto mehr fahren können. Da weißt du gar nicht mehr, wie du zurechtkommst. Ich weiß, der Klimawandel, alles eine wichtige Sache. Aber ich will ja halber ein wenig leben und ein bisschen Spaß an meinem Leben haben. Oder ich weiß ja auch nicht, irgendwo im Mittelweg. Aber die kannst du halt auch nicht, die würde ich auch nicht jetzt. Ich weiß es nicht. Ne? Und ja, die FDP, die sowieso immer nach links und rechts, wo sie hin will. Da weißt du sowieso nicht, was die überhaupt im Kopf hat. Dann die Linken, naja Gott. Naja, ach komm, lass mal das Thema. Das machen wir beim nächsten Mal. Ne? Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Übrigens, bei uns scheint heute die Sonne. Es ist arschkalt draußen, aber die Sonne scheint immerhin. Ne? Der Klimawandel schlägt zu. Schöner Sonntag euch alle. SWN.